Hallo und herzlich willkommen hier bei der Folge hier vom Arsch. Ja, soweit ist alles fertig. Es wird noch gekalkt und gemulcht. Im Grunde muss ich jetzt noch warten, bis das die Aussaat mit Raps beginnen kann. Das wäre dann morgen, 1. August. Ich werde die Zeit überbrücken jetzt noch mit Hackschnitzel. Ja, Bäume zerkleinern, kann man sagen. Ein paar sind schon ausgewachsen. Ein paar. Das werden wir jetzt machen. Und ja, ich hole nur die Fräse ab, ne? Damit es auch entsprechend funktioniert. Dann werde ich über Autodrive eben da fahren lassen. Hin und her. Und ja, so der Plan für heute. Aber ich brauche noch einen zweiten Traktor, der es auch machen kann. Aber erstmal nur einen, ne? Also ein Gefährt mit Hänger. Und wir mal gucken. Da müsste ich mal gucken vor Ort, ob wir den Punkt wieder haben. Und da müsste ja das Zelt schon vor mir stehen. Müsste. Ich hab's ja nicht im Kopf, ne? Also muss ich die erste Runde alleine fahren. Um zu schauen, wie das Ziel da entsprechend heißt. Wir können wieder etwas höher stellen. Wir müssen nicht auf 0,5 fehlen. Es darf ein bisschen vorangehen, ne? Auch wenn das Holz nicht ganz geschafft wird. Aber es sind ja auch nur ein paar Bäume ausgewachsen. Ein kleiner Schwung ist noch nicht ausgewachsen. Ist leider so. Mal sehen, ob Monolozerne ein bisschen zu wachsen ist. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, das heißt ja bei den Hühnern Luzerne als Eiweißquelle. Ob das Luzerne als Samen gedacht ist oder Luzerne als Heu. Ich meine, Heu kann hier reinfahren. Luzerne als Heu wäre Quatsch, ne? Eigentlich. Ich meine, wenn ich den Hühnern Luzerne also als Hackschnitzel gebe, also Hackschnitzel nicht, aber gehäckselt gebe, also klein gemacht. Die fressen auch Gras klein gemacht, ne? Oder Rübenblatt. Das machen die auch. So. Mal gucken, stehen bleiben. Erstmal müssen wir vorne das Gerät wieder abbauen. Das macht ein anderer Traktor. So. Ein bisschen zurück. Der kann ohne Gewicht fahren, also. So. Mal gucken, wie viel Kurse hier sind. Wir haben jetzt hier keinen Punkt zu stehen. Dann machen wir hier einen, ne? Anführungszeichen. Ah, jetzt das Ohr juckt. Wie beschreiben wir am besten? Hackschnitzel, Bananen, ne? Bananen, Hackschnitzel. Ja, bestimmt verkehrt geschrieben. Glaube ich schon, verkehrt. Aber egal. So. Dann. Mal sehen, ob die Bäume morgen ein bisschen wachsen. Meine Kiefern oder Tannen, was hier ist. Ah, sind ja gewachsen, aber das hat sie im Prinzip fast nichts mehr gerührt. Also. Und das Gewicht lassen wir mal hier. Denn diese Fräse nützt mir ja nichts, die jetzt hier ist. Das ist ja. Macht ja alles wieder weg, ne? Das ist ja dann ungünstig, ne? Mal sehen, ob wir hier Bäume gekauft kriegen. Bäume, ich glaube ja nicht. Ne? Mal gucken. Bin der Meinung nicht. Das sind die kleinen, die großen Setzlinge.
Das sind jetzt, nee, das sind nix. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt erscheinen würde. Das Paket ist eigentlich aktiviert. Mal gucken bei Forstmaschinen. Da sind die alle dabei, ne? Ja. Denn wenn das hier die gibt zum Beispiel, dann muss auch die Plattmaschine geben. Ballen werden sie nicht dazu haben. Das meint ihr hier. Rundballen. Sie leider nicht. Eifelheu. Luzerne. Ob das hier was für die Hühner wäre, ich weiß es nicht genau. Hier gibt es nur normale Bäume. Ich meine, wir müssen wieder Eichen kaufen, das hat nicht. Ach hier. Fichte, Kiefer, Pinie, Birke, Eiche, Eugen. War sehr interessant. Also wir haben im Prinzip in einem Schlag 240 Stück und wir müssten nicht hier ständig neue bestücken, nicht? Aber ich glaube, hier Dings sind dabei. Nein. Also hier Baum ist nicht. Brauchen wir sie auch nicht. Wäre mal interessant, ne? Ja, dann drüben darf noch gepflanzt werden und hier vorne auch. Also da ist noch was tun. Ja, also wir könnten heute noch was tun. Die ersten großen, die letzten sind noch nicht ausgewachsen. Gabelkarton hier. Unten wird nicht so richtig, ne? Zum Not einer anderen Krise, ne? Bisschen leise finde ich auch. Ein Baum um 19.000. Geht doch. Noch nicht ganz voll, ne? Da ist ja die Produktion einfach mit
Brennpapier zu erliegen gekommen, weil wir halt nichts mehr da haben, ne? Der will nicht. Das ist halt so, ne? Gut, dann mal ausmachen. Wir machen gleich weiter und wir fahren dann mal die erste Fuhre weg. Um zu wissen, was ich hier praktisch. Genau. Die Karte nicht. Sagt gut, Beine vor der Muschel. Da. Gut. Beladen. Standard haben wir jetzt hier gehabt. Das wäre Sägewerk. Da könnten wir auch ein Lager normalerweise abladen. Bis tauben. Und aber los. Ich meine, ich könnte sein, dass der Produktion, bist du garantiert nicht, unter Produktion müsste man das ein bisschen rüberschieben, dann besser gucken können. Und zwar unter Produktion Sägewerk, Komposter, Komposter, dieser. Das müsste das Ding sein normalerweise. Tschüss. Währenddessen werde ich mal genug Stückchen voll machen, ne? So notmal werde ich hier halt geht nicht hier rein. Die Uhrzeit? 13. Der ist schwer voll. Dann brauche ich einen zweiten Traktor. Wasserfahrer. Milch, Gülle. Gülle ist Milch. Mist. Jetzt findet man einen freien Traktor. Das ist so einfach. Da haben wir einen. Das können wir schließen und das können wir ausschalten. Längerfristig muss ich mal sehen, dass wir noch mal Stromherstellung Dings haben. Mit Strom ein bisschen unterversorgt. Immer gucken, was für ein paar Hänger wir kriegen. Für Hackschnitzel. Da sind der doppelspannige Rudolf hier. Den können wir vernehmen. Können wir ja später sehen, dass wir
Bisschen mehr mittig, ne? Gibt's doch gar nicht. Hat er sich verkeilt? Ja. Junge hier. Problem gelöst. Entschuldigung. Was da? Cappuccino. Ja, Grassilage, Gülle, ja. Schweinefutter. Auch alle, Mix 1. Muss man da sehen nachher, dass wir im Prinzip nachher. Ja. Wenn die Produktion hier so schnell ist, wir kommen nicht hinterher, wir befüllen, dann könnten wir den Rhythmus auf einen Tag verlängern. Das würde bedeuten, jetzt haben wir Juli, da können wir August, da hätten wir weniger Stress, in Anführungszeichen. Hier geht ein bisschen weniger rauf oder rein. Ist ja fast voll mit einem Base, na gut. Man ist voll. Na. So. Beladen. Abladen. Was voll. Ein bisschen rein geht noch was. Wir haben was da. Und da wird nicht einer, ne? So. 5 Minuten. Das wird dann lange. Der andere wird unterwegs sein. Muss einen gewissen Punkt erreichen, ne? Dann geht's. Oh, ich hab böse Geräusche. Hat sich gerade verschluckt. Man muss drüber fahren, ne? Dann geht's. Habe ich noch einen freien Traktor, den wir langsam. Habe ich noch einen freien Traktor irgendwo, den wir nehmen könnten? Ja, eher nicht der Fall.
Der ist noch frei. So ein bisschen was hier vorankommen, ne? Fährt er so lange? 5 Minuten ist lange Zeit. Für eine Strecke, ne? Also 10 Minuten, ne? Da wird nichts reingehen. Wir haben guck mal bei den Kühen, da das meiste noch Platz. Und das ist genau der gleiche Fall. Kühe, wenn die jetzt zu schnell verbrauchen, dann ist auch sinnvoll, man verlängert auch den Tag. Ne? Dann ist der Verbrauch ist so extrem, ne? Oder technisch mit. So, da kann man diese die Grünen nehmen, die müssten für gehen. Müssen wir einfach von der anderen Seite reinfahren. Stroh haben wir glaube ich jetzt nicht mehr im Programm. Und wahrscheinlich ab Stroh werde ich machen. Unser Lager ist voll. Wird immer waschen und dann gleich mal reparieren. Und tanken muss ich auch. Durch. Ja, mal sehen, wenn Luzern mal so weit ist, dann können wir probieren, ne? Ob das zu dreschen geht, unwahrscheinlich, ne? Normalerweise ja, aber man muss ja irgendwie auch Samen bekommen, ne? Aber was bei Hühnern gemeint ist, wir werden es rausfinden irgendwann. Besser aus, ne? Ja, nicht verkaufen. Sind immer gefährlich mit dich zusammen. Die Maisfelder, da brauche ich viel Körnermais, das eine große Feld werde ich dreschen. Und das andere Mais wechselt gut. Muss ich mal gucken, ob das ein Silo als Mais-Silage erscheint oder als Ganztags-Silage. Ist im Grunde egal. Aber rein theoretisch, man könnte mir ja auch ein Silo nehmen von Castor, da ist es entsprechend als Mais-Silage gekennzeichnet. Ob das nun Vor- und Nachteile hat, keine Ahnung. Wenn ich da nun mit dem oder dem arbeite, ne? Grund egal. Deswegen ist es noch nicht so relevant. So genommen habe ich hier so einen Überladewagen, die praktisch Rühmfluss zu rausgeben. Für Schweinefutter wird interessant. Ich werde auch probieren, weil normalerweise bei Kartoffeln, die müssten gekocht werden, also bei Rüben. Weiß ich nicht genau, das ist mir nicht bekannt. Die wohnen ja eh, also Zuckerrüben, die wohnen ja früher eh im Prinzip ja eh mit Zucker verarbeitet und
Und da wurden die eh erhitzt. Und dann ist eh gekocht. Und bei Kartoffeln normalerweise werden die gekocht, also gedämpft, also mit heißem Wasserdampf. Die werden nicht im Wasser komplett gekocht, sondern eher Wasserdampf. Und der mulch eh noch ein bisschen. Komm, und tschück ihn mit. Und Tafelmohne praktisch dann sauer eingelegt, kann man sagen. Also praktisch ein Folienschlauch, mehr oder weniger. Also unten Plastik, also Plane. Und dann her, wenn das reingebracht wurde, also reingekippt, gedämpft, also weiche Kartoffeln, das sieht man wie zu Hause auch. Man kocht die Kartoffeln und dann sind die halt weich und dann kommen die halt, ist wieder voll rübergedeckt, luftdicht. Dann konservieren die sich halt, ne? Wenn man die halt wie sie da sauber halt, ne? Also wenn man Kartoffel jetzt roh einlagern würde, wird man das Risiko, wenn die Temperatur nicht passt, dass die auch schnell verfaulen, ne? Das ist so. Kartoffeln verfaulen halt schnell, wenn sie unten, also unsachgemäß gelagert werden, dann sowieso, ne? Ich hau nochmal Dinger raus hier, die Klopper hier, ne? Aber nicht mit einem Viertel Ding los. Und tschüss. Da haben wir ein bisschen Zeit, um das alles ein bisschen zu sauber wegzufräsen, ne? Und die Reihe ist noch nicht so weit, würde ich meinen. Die sind noch nicht ausgewachsen. Ausgewachsen. Dann haben die gerade einen Schub gekriegt. Na, dann haben wir Glück. Aber hier scheinen die Würmer zu sein, ne? Die wachsen nicht. Oh, ich sehe gerade ein Tor. Das soll schon vorher gewesen sein. Hat sich irgendwie in allem schon eingepegelt, um voranzukommen. Macht ja auch Spaß. Sag mal, tschüss, das auch. Und schönen Dank, dass ich reinschaue. Tschüss. Und schönen Wochenstart noch.